Also wir stellen uns einfach ganz kurz vor, wer uns noch nicht kennt. Ich bin Anna, ich arbeite seit jetzt irgendwie 6 oder 7 Jahren bei Netzstrategen und wer hätte es gedacht, beschäftige mich vor allem mit dem Thema SEO. Ja, ich bin Lena, ich bin jetzt seit Juli letzten Jahres bei den Netzstrategen und beschäftige mich auch mit dem Thema SEO. Krass, ne? Ja, und als Julia uns gefragt hat, ob wir uns nicht einen Vortrag vorstellen könnten, für den Januar haben wir gesagt, ja, irgendwas mit so SEO-Sachen und Future-Shit. Also im Prinzip machen wir jetzt heute ein bisschen betreutes Googeln. Ne? wer von euch kennt sich so ein bisschen tiefer mit dem SEO-Thema aus? Hat es irgendwie schon mal gemacht, angefasst? Ja. Wer hat so gar keine Ahnung? Wer hat noch nie gegoogelt? Genau, und wir dachten, dass wir so ein bisschen einen lockeren Einstieg haben, machen wir zum Start ein kleines Quiz. Dabei gibt es auch was zu gewinnen. Genau, wir haben nämlich diese sehr wundervolle Rezepthefte gemacht von unseren Strategenmitteilungen. Die verteilen wir jetzt ein bisschen. Und zwar heißt das Spiel, wie oft suchen die Deutschen im Monat nach? Und jetzt haben wir gleich Begrifflichkeiten, die werden tatsächlich genauso wie sie da stehen gesucht. Und ihr dürft mal so raten, was ihr schätzt, wie oft es im Monat tatsächlich gesucht wird. Die Daten haben wir aus dem Google Keyword Planner. Das heißt, das könnte man tatsächlich so für stimmig halten. Und zwar als erstes das wunderschöne Wort Couch. Steht in jedem Wohnzimmer eine Couch. Also generell sucht man Fragen in Deutschland im pro Monat. Pro Monat. Ja, durchschnittlich. Also einfach reinrufen. 50.000. Ja. Also was war das? 40.000. 10.000. Ich glaube aber wirklich, dass die Leute alle ein bisschen dumm sind, kann ich sagen. 1.000. Also tatsächlich sind es nur 6.600. Was ich jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, da warst du tatsächlich mit 1.000 noch am nächsten. Ja. Kannst du einfach mal das verteilen. Ja, ich warte mal, hier muss 10.000. Hat jemand 10.000? Da geht's mal weiter. Die sind, glaube ich, 10.000. Ich will keinen Preis, der mir nicht so. Ich gebe das ab an den Zweitplatzierten. Sie ja. Eins. Ich habe schon eins. Okay, ja. Das nächste Wort. Muffin. Also falls man mal mittags Muffins backen will für die Familie. 12.000. 15.000. 18.000. Nee, 22.000. Also es ist nicht so viel, wie ihr denkt. 4.000. Okay, denkt dran, dass es durchschnittlich im Monat ist, ne? Also monatlich. Ja, 500. Okay, danke. 1.000. Oh. Übrigens, wenn ihr das alle nachkocht, dürft ihr uns gerne mit Strategen Rezepte, glaube ich, vertaggen in Instagram. Wir sind immer sehr gespannt, wie ihr uns Rezepte nachkocht. Okay, nächster Wort. Art verwandt mit dem Ingenieur ist der sogenannte. Wer hat denn 92 gesagt? Ich glaube, da ist auch irgendjemand näher dran, gell? 100. Nee, keiner? Das sind ja die 92, ist okay. 150, dann geht's wieder in den Zeitpatienten. Du hast jetzt schon eins. Ja, ne? Ja, ich habe gedacht, also kannst du mal vielleicht auch. Nee, passt schon. Okay, dann. Man muss halt tatsächlich, gibt es ja so was wie den S-Bahnhof, wirklich, also einen Bahnhof, wo man auch was zu essen bekommt. Aber die Leute googeln nicht nur nach S-Bahnhof, die googeln auch nach S-Bahn. Also gehen wir mal davon aus, dass es alles so ein bisschen eine Mischung ist aus wirklich schlauen Menschen, die wissen, es gibt einen S-Bahnhof, und aus den nicht so schlauen Menschen denken man schreibt S-Bahnhof so.
72. 50. 78. 150. 1500. 300. 380. Ich hab gleich nur 300 gehört. Ach, oh, da hinten? Ja. Da gibt's mal Bild. Ja, wirf's aber nicht, wir sind nicht so gut versichert. Ankommt. Dankeschön. Ich glaube, jetzt kommt's. Ich glaube, jetzt kommt's. Ja. Ja. Na? Ja, also das passiert dann tatsächlich als SEO auch ab und zu, dass man einfach ganz wilde Sachen findet, weil die Leute einfach auch ganz wilde Sachen suchen. Ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen Eindruck bekommen, also wie sind die Leute drauf? Und jetzt wollen wir euch mal ganz kurz sagen, für die, die vielleicht nicht so tief im SEO-Thema drin, sondern noch gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, wie denn überhaupt SEO eigentlich funktioniert. Also wie funktioniert denn so die Google-Suche? Das machen wir ganz kurz, dann versteht ihr so ein bisschen besser, in welche Richtung Google gerade auch arbeitet. Genau, so das erste Buzzword ist das Crawling. Nee, ich finde es voll gut, wenn man das mit so dramatischer Musik macht. Mach mal weiter, mach mal lauter. Genau, was beim Crawling eigentlich passiert, ist, dass der Googlebot sich einfach die Webseite anschaut und dann prüft, was finde ich auf der Webseite, was ist da für ein Inhalt drauf, sind da Bilder drauf, ist da irgendwas verlinkt, also quasi alles, was es irgendwie auf der Webseite gibt, guckt sich so ein Googlebot dann an. Und bei dem Crawling ist so, dass man so ein gewisses Crawling-Budget hat. Also so ein Zeitbudget, dass der Googlebot sich im Zweifel nicht immer alles anschaut, was man da so auf einer Webseite zu bieten hat. Jetzt mal so ganz grob und ganz einfach erklärt. Und wir werden uns jetzt immer einfach quasi in Real Life ein paar Sachen anschauen, die das quasi mal so bei verschiedenen Firmen zeigen. Also machen wir als erstes, Google mal About You. Dann kommen wir auf diese Website, dann passiert manchmal das, was einem passiert, wenn man viel im Internet unterwegs ist, und dann findet man was Schönes und dann driftet man total ab. Nee, tatsächlich ist es so, dass es im Prinzip auf jeder Website, also auf vielen Webseiten, und zumindest immer die Möglichkeit gibt, Google quasi Hinweise mitzugeben in der sogenannten Robots.txt, die kann man auch über diesen Pfad eigentlich immer erreichen und kann dann Google da schon mitgeben, naja, es gibt Sinn, Google, dass du quasi mit dem Zeitbudget dir folgende Sachen anschaust. Es macht aber vielleicht keinen Sinn, dass du dir folgende Sachen anschaust. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, das ist bei vielen Shops, dass bestimmte Filtermöglichkeiten einfach ausgeschlossen werden. Man kann sich das vorstellen, man hat einen Online-Shop und man hat da Produkte drin. Und dann kann man anfangen zu filtern. Okay, ich möchte gerne eine Hose, die soll schwarz sein, die soll die Größe 38 haben, die soll ein bestimmtes Material haben. Und je nachdem, wie viele Filter ich habe, ergeben sich ja eine unfassbar hohe Zahl an möglichen Filterseiten. Also alles, was man halt so als normaler Mensch dann so findet, wenn man irgendwie nach einer weißen Bluse, nach einer blauen Jeans, nach einem gelben T-Shirt sucht. Und das ist ja tatsächlich viel davon für Google einfach gar nicht so relevant, dass Google sich dann irgendwie eine Trilliarde, zig Millionen Möglichkeiten anschaut, was für Seiten da dann gebildet werden könnten. Und das ist sowas, wo man einfach Google sagt, hey, das ist für dich nicht so relevant mit der Zeit, schau dir doch lieber die Produktseiten an. Also lieber das eine Kleid oder das eine Oberteil, für das wollen wir dann eher gefunden werden. Und dann haben wir noch so ein Beispiel. Wir googeln mal die rheinpfalz.de. Und wer es noch nicht kennt, man kann sich über so einen Site-Befehl, einfach Site-Doppelpunkt, anschauen, wie viele Seiten eine bestimmte Domain im Google-Index hat. Von der Rheinpfalz sind es 734.000 Seiten, also wir machen viel mit Verlagen, das ist schon einfach viel. Also 37 Seiten muss er auch irgendwann pflegen und 734 Seiten sollte sich am besten Fall auch der Google-Crawler ab und zu mal anschauen, was passiert denn da drauf, ist das relevanter Inhalt für die Nutzer. Das sind 1000 Seiten.
35.000. Ja, was er sagt. Genau. Und wenn wir uns dann anschauen von den 37.000 Seiten, wie viel davon DPA-Content sind, also von der Presseagentur, das heißt Inhalte, die gar nicht selber geschrieben haben, dann sind das halt 178.000 Seiten. Das heißt ungefähr so fast ein Drittel von den Seiten, die sich der Google-Crawler anschauen soll, sind eigentlich für die Nutzer gar nicht so relevant. Und es gibt noch ganz viele andere Seiten in Deutschland, die eins zu eins den gleichen Inhalt bei sich auf der Seite haben. Deswegen geht es beim Crawling einfach so ein bisschen drum, was habe ich denn, für was will ich denn gefunden werden, beziehungsweise mit welchen von meinen Inhalten soll der Googlebot denn tatsächlich die Zeit verbringen? Wo will ich denn da meinen Fokus drauflegen? Und wenn man das quasi sich entschieden hat und sagt, okay, die ganzen Filterseiten, die braucht man gar nicht und das ganze DPA-Zeug braucht man vielleicht gar nicht, dann gibt es ja immer noch Inhalte, wo man sagt, ja, die sollen tatsächlich von Google durchsucht und gegebenenfalls auch gefunden werden. Genau, und das können wir mit der Indexierung steuern. Also wir können Google einmal sagen, hey, schaut die Seite bitte gar nicht an, im besten Fall mit dem Crawling. Und wir können aber auch sagen, okay, Google, du darfst sie dir anschauen oder du kannst sie dir anschauen, wenn du magst, aber bitte indexier sie nicht. Ich möchte nicht mit der Seite in den Google-Suchergebnissen gefunden werden. Wir haben jetzt mal das Beispiel, dass wir zusammen googeln, nur für internen Gebrauch. Nur für internen Gebrauch, werden wir gleich sehen, sollten wir in der Regel auch nur für den internen Gebrauch verwenden. Also es wird schon Bilden, es gibt PDF-Dateien, es gibt Datenschutzerklärungen, es gibt Entwurfsseiten, es gibt unheimlich viel. Also man sieht auch daran, wie viel Google jetzt erstmal ausspielt, wenn wir einfach nur für internen Gebrauch googeln. Zum Beispiel nur zur persönlichen Verwendung. Genau. Nur zum internen Gebrauch oder auch wenn man sowas sucht wie streng geheim oder interne Dokumente. Ja, schon interessant, was man da eigentlich alles finden kann. Das Best of, du findest es gerade nicht, ne? Das Beste war, dass wir hatten tatsächlich so einen Wahlzettel. Es waren irgendwelche Wahl- oder Wählerinformationen, wo wirklich dick und fett drauf stand, nur zur internen Verwendung, streng vertraulich. Also es sollte überhaupt gar nicht nach außen gegeben werden. Google kann sich es im Zweifelsfall gerne anschauen, aber auf gar keinen Fall indexieren. Und das können wir eben mit No-Index oder mit Index steuern. Genau, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, alles klar Google, du darfst dir die Seite anschauen und du darfst die Seite auch indexieren, dann landet das in den Rankings, in den Google-Suchergebnissen, das, was wir tagtäglich wahrscheinlich alle sehen, wenn wir googeln, die Suchergebnisseiten, und da tauchen auch ganz lustige Dinge auf. Zum Beispiel, ganz simpel, einfach mal hier in die Suchzeile eingeben. Kommt natürlich ein Wikipedia-Eintrag oder Wikipedia-Artikel, Rechtschreibung, Duden, was soll hier grundsätzlich sein, gibt es irgendwie Synonyme, wie wird das geschrieben, aber auch der Klassiker Adobe kommt hier drin vor und wird so hier gefunden. Auch noch ein schönes Top-Ranking, gleich unter den ersten 5. Also alles richtig gemacht. Nicht. Ja. Das ist nämlich tatsächlich so, daher, man kennt es ja oft, wenn Sie dieses Dokument nicht richtig angezeigt bekommen, dann können Sie hier den Adobe Acrobat Reader downloaden. Und das, wenn man es immer so schön verlinkt auf das eine Keyword, dann wird man tatsächlich auch für das Keyword gefunden. Kann man einerseits natürlich sagen, hey, wir haben ein ganz tolles Top-Ranking, andererseits glaube ich auch nicht, dass das Ding jetzt wirklich was bringt. Ja, kann man auch ganz toll an dem Beispiel mehr erfahren machen. Klappt mit Sicherheit genauso gut. Ja. Dann diese wilde Zahl können wir auch googeln. Was erwartet man, wenn man so eine Zahl googelt? Telefonnummer? Ja. Passwort? Irgendwie sowas, genau. Telefonnummer, Passwort, Adresse meinetwegen noch. Wenn wir jetzt aber auf die Bildersuche gehen, dann sehen wir wild irgendwelche Menschen, die wahllos ihre Köpfe in den Kühlschrank legen. Warum das so ist? Ich glaube, es haben sich einfach ganz viele Menschen zusammengetan und gedacht, das ist lustig, das machen wir. Und haben halt in den Alttext der Bilder, also in den Beschreibungen der Bilder halt einfach diese Zahl eingegeben. Und Google ist zwar schlau, aber teilweise nicht so schlau und lässt sich halt auch noch ab und zu verarschen.
Genau, das Ganze klappt auch mit Idiot. Ja, auch wir haben ein ganz tolles Beispiel dafür. Wir haben ja immer so Mottos, unter denen unsere Feierabende stehen. Kann halt auch dazu führen, dass wir auch für komische Sachen angezeigt werden. Wenn wir mal vorbeikommen wollen. Genau, dann ist Google halt irgendwann ein bisschen durchgedreht, weil Google gemerkt hat, hey, so viele Suchanfragen, die uns erreichen, so viele Informationen, wir müssen das Ganze ja jetzt auch irgendwie mal ein bisschen sortieren und in eine Ordnung bringen. Deshalb hat Google sich ganz tolle Sachen überlegt, wie er uns bestimmte Arten von Suchanfragen ausgibt. Dazu gehört zum Beispiel Star Wars Filme. Funktioniert grundsätzlich mit fast allen Filmen oder auch Musik, also Alben, Singles, egal was so rumschwirrt. Ja, super. Genau, das ist das, was wir sehen wollten. Nämlich, dass Google uns alle Star Wars Filme in einem Karussell oben ausgibt und wir halt auf einen Blick nachvollziehen können, ohne jetzt erstmal eine Seite zu besuchen, welche Star Wars Filme es gibt. Dann auch mit Veranstaltungen. Das funktioniert bei euch auch, wenn ihr das irgendwo sucht, je nachdem auch wo ihr seid, wenn ihr in die Suchzeile Veranstaltung eingibt, kriegen wir in unserer Nähe die besten Veranstaltungen oder die ersten Veranstaltungen direkt angezeigt, die so in unserer Nähe stattfinden. Kuchen mit Wurst, das funktioniert auch. Wenn ihr Kuchen mit Wurst eingibt, dann hat Google sich gedacht, was will der Nutzer? Der Nutzer möchte gerne wissen, wie man Kuchen mit Wurst macht. Also gebt ihr euch Rezepte aus, er gibt euch Bilder, wie das Ganze aussehen kann, wenn man Kuchen mit Wurst macht. Und er gibt auch euch natürlich, wenn ihr ein Rezept sucht, direkt an, okay, schau mal, das erwartet dich in dem Rezept, da haben wir auch für euch auch Bilder mit reingepackt. B61 ist auch ein schönes Beispiel, da kann die Anna euch mehr dazu erzählen. Genau, die Lena hat gerade so ein bisschen erzählt, das ist quasi das eine große Thema, in das Google einfach geht, auch in 2020, die ganzen verschiedenen Snippet-Arten. Früher hatte man halt so das klassische normale Suchergebnis, inzwischen gibt es halt Veranstaltungen, Rezepte, das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, inzwischen sogar auch die optischen Möglichkeiten, wie Google denn die Suchergebnisse aufbereitet. Also quasi ein großes Thema. Und dazu gehört auch dieser sogenannte Knowledge Graph, das ist immer was so groß rechts an der Seite kommt. Das kann man einmal machen mit sowas wie Apfel. Dann kommt rechts. Guck mal, hier, Nutzer, das ist ein Apfel. Das funktioniert aber auch mit anderen Begrifflichkeiten. Es gibt in Karlsruhe eine Boutique, ich hoffe jetzt die Besitzerin ist nicht hier, die heißt B61. Und wenn man das aber tatsächlich googelt, dann findet man zwar auch die Boutique, die es in Karlsruhe gibt, aber auch noch was anderes. Eine Bundesstraße und eine Kernwaffe. Deswegen einfach kurzer, weil sie winkt an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt irgendwas gefunden werden wollt, dann googelt es vielleicht vorher mal ganz kurz selber, das hilft oft. Also ihr seht schon, wir bewegen uns jetzt in immer längere Suchanfragen, also für Suchanfragen jeglicher Art versucht Google natürlich euch möglichst ganz weit oben immer das beste Suchergebnis anzuzeigen. Machst du? Genau, und hier ist noch eins von diesen, Ranking-Arten, das ist ein sogenanntes Featured-Snippet. Das heißt, ich muss für die quasi am meisten relevante Informationen überhaupt nicht mehr auf eine Seite draufgehen, sondern Google zeigt es im besten Fall schon oben an, also quasi Position 0, 0 über den normalen Anzeigen. Da kommt auch immer die Frage, ob man dann irgendwie weniger Klicks auf die Webseite bekommt, weil man ja irgendwie schon die ganzen Informationen dran hat. Da gibt es ganz viele Studien dazu, die das schon belegen, ganz viele also Analytics-Konten, die es auch schon nachweisen. Dem ist nicht so. Bei einem Großteil der Webseiten sind es eher so, dass es nochmal um 20-30% die Klicks steigert, wenn man auf dieser quasi Position 0 ist, im Vergleich zu, wenn man die erste Position hat. Und oft ist es auch so, man hat dann beide, weil Google das Ergebnis für so relevant hält, dass man sagt, das sollen sich die Leute anschauen. Dann hat man quasi oben den Textschlüssel und drunter dann nochmal das Ergebnis, das man anklicken kann. Und das ist für viele schon so,
das, wo jetzt einfach hingearbeitet wird, dass man halt entsprechend ganz oben angezeigt wird. Da kommt auch dazu, dass immer mehr über Sprache gesucht werden. Wir haben jetzt in den Staaten inzwischen über 50% Sprachsuche schon. Und es schwappt im Normalfall alles so 2-3 Jahre später zu uns rüber. Wenn man Google fragt, was ist, also hilft Alkohol bei Fructoseintoleranz, dann wird Google auch nicht anfangen, irgendwie 24 verschiedene Sachen vorzulesen und sagen, es tut ja jetzt aus, sondern das wird halt genau das eine Ergebnis sein, das es dann halt gibt. Und? Genau, auch wenn wir einen echten Zug kaufen wollen, ist es möglich. Wir kriegen direkt Sachen angezeigt, die Google uns vorschlägt, die wir kaufen könnten. Da ist auch alles dabei. Also so eine Original-E-Log für 149.999, das ist alles möglich bei Google. Google ist da immer Freund und Helfer. Genau, mindblowing. Ja, und also alles, was wir bis jetzt erzählt haben und also die paar Folien, die jetzt noch kommen, ist schon so, dass bei Google einfach alles auf die, also was auf die Suchintention geht. Also was suche ich und was möchte ich im Endeffekt tatsächlich auch danach für ein Ergebnis, welches Ergebnis hilft mir tatsächlich weiter. Das macht Google ja schon ganz lange, dass die Nutzersignale ein wichtiger Ranking-Faktor sind. Das heißt, wenn Google eine bestimmte Seite zu einem Keyword ausspielt und alle Leute gehen da drauf und springen wieder ab, dann merkt Google irgendwann, hey, das scheint nicht die richtige Seite für die Suchanfrage zu sein. Und deswegen gibt es halt auch die verschiedenen Suchergebnisse, weil es natürlich Sinn macht, zu jedem Suchergebnis nicht nur einen passenden Inhalt, sondern den Inhalt natürlich auch in einer passenden Form auszugeben. Also it's all about Suchintention. Genau, das ist quasi nicht nur in Form der Snippets, die wir gerade alle gesehen haben, sondern tatsächlich auch inhaltlich. Also ganz stark mit der semantischen Suche, dass Google einerseits extrem gut versteht, was die Menschen meinen, auch wenn man ganz dumme Sachen googelt. Zum Beispiel hier, wenn wir googeln, wie geht's, wenn ich nichts tierisches futtere, ist ja schon eine extrem aufwendige Suche. Klar, als Mensch denkt man, ja, das ist einfach, aber quasi für einen Algorithmus ist das schon eine sehr schwierige Suche einfach. Und da merkt man, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, wenn man Couch googelt, wenn man Architekt googelt, dann ist es trotzdem so, dass Google das versteht. Einfach weil die Suche sehr schlau, sehr semantisch geworden ist und wir hier dann auch entsprechend quasi Beiträge kriegen zu Folgen veganer Ernährung, was schon quasi eine krasse Leistung ist. Genau. Und Suchintention haben wir auch, wenn wir quasi bestimmte Begrifflichkeiten suchen. Also klassischerweise ist es so, ein SEO macht eine Keyword-Recherche und dann hat er eine Begrifflichkeit, wo er sagt, ja, das ist irgendwie das richtige Keyword und das wird total oft gesucht. Hier wäre es zum Beispiel, ich möchte ein Restaurant aufmachen und bei mir gibt es Nudelgerichte und Nudel wird total oft gesucht und deswegen optimiere ich dann für das Wort Nudel. Und was passiert, wenn ich Nudel suche tatsächlich? Und dann sagt Google, naja, wenn jemand Nudel sucht, dann will der überhaupt gar nicht in ein Restaurant gehen, sondern der will wissen, was ist eine Nudel, der will vielleicht lustige Galileo-Videos sehen und vielleicht ein paar Rezepte. Wenn man jetzt aber statt Nudeln einfach mal Pasta googelt und schaut, was ankommt. Dann sagt Google, ah, wenn jemand Pasta googelt, dann gehe ich davon aus, dass derjenige in ein Restaurant möchte. Weil in dem Moment ist Google für uns ja einfach nur, weil sie ein riesiges Marktforschungstool. Google sagt uns, was suchen die Leute und Google sagt uns, was wollen die Leute, wenn sie Folgendes suchen. Das gilt nicht immer für alle Suchergebnisse, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass man selber mal googelt. Naja, was würde denn Google dafür ausspucken? Würde das mein Restaurant überhaupt ausspucken, selbst wenn ich ganz prima auf Nudel optimiert habe? Nee, wird nicht passieren. Genau, wir können mal noch nach Lasagne googeln. Das heißt, Nudeln ist eher ein bisschen gemischt. Pasta ist essen gehen. Lasagne ist Rezept. Google weiß schon, wenn ich Lasagne suche, dann will ich einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Lasagne kochen. Klar, da spielt wieder viel rein, mit welcher Tageszeit ist es, was habe ich davor schon alles gesucht, weiß Google, wer da gerade dran sitzt. Aber so im Prinzip und noch im Vergleich dazu, das letzte Beispiel, wenn ich Pizza suche. Was will man dann? Ja, man will eine Pizza. Ja. Man will nirgends hingehen, man will auch keine machen, sondern man will halt einfach eine Pizza bestellen. Genau, und das ist quasi so einfach die
grobe Richtung, in die es geht, weil wir können in 20 Minuten jetzt nicht auf ganz viel eingehen und auch nicht die ganzen technischen Sachen, die man machen kann. Aber wenn man sagen will, was ist so das Zukunftsthema, so SEO-technisch, dann ist es einfach geile Inhalte für die Nutzer und nicht nur geile Inhalte auf Basis von einer Keyword-Recherche, sondern geile Inhalte, die tatsächlich zu dem passen, was der Nutzer eigentlich sucht. Und dann denkt man sich wieder, geil, SEO ist so einfach. Also tatsächlich ist es ganz viel gesunder Menschenverstand und wenn ihr mehr wissen wollt, dann wir sind noch da. Und haben jetzt tatsächlich auch die Ehre, nachdem wir so viel über das Essen geredet haben, auch das Buffet zu eröffnen, das ihr da hinten in der Küche findet. Ja, das Totenhunger.